sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass man darf nicht überlegen, was muss ich noch alles als Steuer hereintreiben, damit ich den Sozialstaat so finanzieren kann, wie er jetzt ist. Ich muss einmal überlegen, wo wird Geld verbraten. Vielleicht kann ich dort einmal einsparen und vielleicht einmal so nachdenken, was ist alles noch notwendig für einen Sozialstaat, für einen funktionierenden, dass ich eine Gesellschaft auch so weit bringe, dass sie bereit ist, Leistungen zu bringen. Derzeit ist es so, dass ein Sozialstaat fast gemütlicher lebt, wie für denjenigen, der arbeitet. Und das ist schon eine Fehlentwicklung und da muss man anpacken. Und wenn man das jetzt mit neuen Steuern forcieren würde, dann würde noch weniger Menschen das Arbeiten schmackhaft gemacht. Und ich glaube, das wäre der falsche Weg für eine gut funktionierende Gesellschaft.